Wir beschlossen und wollen wir in der Regierung auch in der Bundesregierung dafür sorgen, gemeinsam, dass Deutschland einen maßgeblichen Beitrag leistet, damit die Menschen jetzt dort tatsächlich schnell Rettung, Hilfe und Rettung erhalten. Dazu kommt natürlich auch, dass die griechischen Behörden vor Ort unterstützt werden müssen, durch das Technische Hilfswerk und durch andere Organisationen, die dort professionell helfen können. Aber wir müssen vor allem die Menschen in Schutz bringen, wir müssen den Menschen Unterkunft, wir müssen ihnen auch Perspektive bieten. Das ist unser Ansatz. Aus unserer Sicht ist es absolut erforderlich, dass nach dem ersten Schritt, der erfolgt ist, im Hinblick auf die minderjährigen Unbegleiteten Flüchtlinge jetzt auch ein zweiter Schritt folgt. Es geht um einen substanziellen Beitrag, den Deutschland in jedem Fall zu leisten hat. Und wir sind sehr entschlossen, jetzt in der Regierung darüber eine Verständigung herbeizuführen. Es geht darum, dass wir als Deutschland sagen, was wir bereit sind zu tun. Und natürlich sind wir darüber hinaus gewillt, zu erreichen, dass es eine europäische Lösung gibt, die sich sowohl auf die konkrete Situation jetzt bei dem abgebrannten Flüchtlingslager in Moria bezieht und die Hilfe für die Männer, Frauen und Kinder vor Ort. Aber es geht eben auch darum, dass wir insgesamt und generell eine Lösung zustande bringen. Denn dabei kann es ja nicht bleiben, wie es jetzt ist, dass praktisch jedes Mal Fall für Fall geguckt wird, was kann jetzt getan werden. Und dann komplizierteste Aushandlungsprozesse zwischen verschiedensten europäischen Staaten stattfinden. Wir brauchen eine strukturelle Regelung, die sicherstellt, wie gehandelt wird und die auch sicherstellt, dass wir im Rahmen unserer gemeinsamen Verantwortung für die europäischen Grenzen die Staaten an den Grenzen nicht alleine lassen. Die Situation auf den griechischen Inseln ist nicht neu, aber durch das Feuer ist die humanitäre Katastrophe noch mal um ein Vielfaches gewachsen. Wir stehen heute hier, um ein Teil der Lösung zu sein. Jetzt ist nicht der Moment, auf den einen oder den anderen zu zeigen, was in der Vergangenheit nicht geklappt hat, sondern tatsächlich zu gucken, wer ist bereit, hier ein Teil der Lösung zu sein. Und die Bundesländer und vor allem die ganzen Kommunen, über 175 Kommunen, die sich als sicherer Hafen erklärt haben, sind ein Teil dieser Lösung. Und deswegen wollen wir auch weiter hier schauen, wie wir das erreichen können, dass die Bundesländer, die bereit sind, Geflüchtete von den griechischen Inseln aufzunehmen, die Kommunen, wie man dort den Weg frei machen kann. Und wir arbeiten hier als Parteivorstand mit dem Kabinett gemeinsam daran, dass wir in den nächsten 48 Stunden hier auch eine Lösung bekommen. Eins ist für uns ganz klar, es geht hier um die Organisation europäischer Solidarität, die bedeutet, dass wir Hilfe leisten bei der Bewältigung der Aufgabe in Griechenland und sie bedeutet gleichzeitig, dass wir mit den anderen europäischen Ländern zusammen eine strukturelle Lösung für dieses, aber auch weitere Probleme in der Zukunft, die sich im Zusammenhang mit der Aufnahme von Flüchtlingen ergeben, finden. Man darf einfach niemals die Idee haben, dass immer die anderen das Problem haben. Wir werden Europa nur vorankommen, wenn wir verstehen, dass die Tatsache, dass jetzt der eine herausgefordert ist, in diesem Fall Griechenland, nicht heißt, dass nicht im nächsten Schritt und im nächsten Moment und oft auch gleichzeitig ein anderes europäisches Land Hilfe und Unterstützung braucht. Und wir ja übrigens auch in ganz vielen Situationen. Und deshalb ist es wichtig, zusammenzuarbeiten. Das wollen wir jetzt bewirken. Und wir wollen eine konkrete Lösung für Griechenland jetzt zustande bringen, um die es geht. Frau Midiati hat es schon gesagt, wir wollen unbedingt erreichen, dass jetzt schnell eine Klärung herbeigeführt wird. 48 Stunden sind, glaube ich, ein ganz guter Maßstab angesichts der drängenden Herausforderungen. Unser Eindruck ist, dass das aber der gemeinsame Wille aller drei Regierungsparteien ist. Es geht schon um etwas, das der Größe Deutschlands in Europa entspricht. Wir sind das Land mit der größten Bevölkerung und der größten Wirtschaftsleistung, aber wir sind auch nicht alleine. Und insofern, glaube ich, kann jeder sich das genau ermessen, dass es darum geht, dass wir weit mehr tun, als was zum Beispiel jetzt mit dem ersten Schritt verbunden ist. Es wird jetzt konkret auch in Rücksprache mit der griechischen Regierung und mit denjenigen, die als Hilfsorganisation uns dort Rat geben können, darum gehen, dass die Bundesregierung sich zu einer konkreten Zahl miteinander benennt. Sie können sich darauf verlassen, wir werden als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten dafür Sorge tragen, dass das, was alle wollen, dass man merkt, dass wir das auch
mit voller Kraft tun, auch sichtbar bleibt. Und die Fragen, die wir nicht beantwortet haben, ob es dann dafür einen Petitionsausschuss braucht oder ob Sie sagen, man kann sich so einigen. Wir sind jetzt erstmal dabei, eine Verständigung herbeizuführen. Wir sind im Gespräch in der Regierung. Das haben wir schon Ende letzter Woche gefordert, dass das passiert. Und das ist im Gange. Und ich will doch schon den Eindruck vermitteln, wir alle können das gemeinsam tun, weil wir da uns sehr engagiert haben, dass wir sicher sind, dass wir auch zu einem Ergebnis kommen werden. Herr Scholz, der Bundesinnenministeramtsrat hat gesagt, 400 Seiten von Ihnen abgesprochen gewesen, auch der zweite Schritt Familie zurückzuholen. Stimmt das? Und warum haben Sie sich nach weiter verwehrt? Wir haben entschieden, dass wir jetzt sofort den minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen helfen. Das ist klar und dass es einen substanziellen zweiten Schritt geben muss. Über den reden wir jetzt. Ja, meine Damen und Herren, wir haben heute im Präsidium auch über das Ergebnis der gestrigen Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen gesprochen. Was wir festhalten ist, es ist natürlich eine Kommunalwahl und Kommunalwahlen haben immer ihre eigenen Gesetze, von Kommune zu Kommune unterschiedlich. Aber die SPD ist klar zweitstärkste Kraft. Das haben vor einigen Wochen noch nicht viele für möglich gehalten. Und bei der Europawahl, der letzten Wahl, der großen Wahl vor anderthalb Jahren, war die SPD drittstärkste Kraft und hatte eine 1 vorne, 19% in Nordrhein-Westfalen. Insofern ist das schon eine erkennbare Trendwende, die wir seither geschafft haben. Wir verhehlen nicht, dass das Ergebnis und die Verluste gegenüber der letzten Kommunalwahl schmerzen. Das ist 6 Jahre her. In den 6 Jahren ist sehr viel passiert. Unter anderem haben wir doch, das merkt man auch bundesweit, einen Trend, der sehr stark geprägt ist davon, dass auch die Leistungen der Regierung insgesamt auf die Kanzlerin und ihre Partei einzahlen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen durch den Wechsel im Amt des Ministerpräsidenten oder der Ministerpräsidentin natürlich eine andere Präsenz, auch jetzt der CDU gegenüber der SPD. Und insofern sind 3,2% weniger für die CDU nun auch nicht das, was man den großen Erfolg nennen könnte. Aber die CDU hat die allermeisten Stimmen und wir werden daran arbeiten, dass wir das, was wir jetzt in der ersten Runde seit der Europawahl geschafft haben, fortsetzen. Wir werden jetzt mit aller Kraft, mit gebündelter Kraft in den zweiten Wahlgang gehen. Und ich glaube, dass unsere Kandidatinnen und Kandidaten dort eine sehr gute Chance haben. Wir haben auch sehr schöne Erfolge. Entweder ohnehin immer knapp war oder durch einen Generationenwechsel, wie in Dortmund, die Verhältnisse etwas schwieriger waren als bekannt oder als gewohnt. Wir glauben aber, dass mit Thomas Westphal in Dortmund in 14 Tagen Dortmund wieder einen sozialdemokratischen Oberbürgermeister hat und wir werden uns alle reinhängen, dass wir dieses Ergebnis nicht nur in Dortmund, sondern in den anderen Städten auch verbessern und erzielen. Danke. Herr Scholz. Ich bin von dem ausgegangen, was wir in den letzten Wochen und Monaten erwarten mussten. Also insofern kann man, glaube ich, nicht sagen, dass man damit rechnen konnte, ein Ergebnis wie 2014 zu wiederholen. Dass ich mir schönere Ergebnisse vorstellen kann, wird Sie nicht verwundern. Dass das viel Arbeit bedeutet, die vor uns liegt, auch nicht. Aber ich kann noch mal sagen, wir müssen auch als Maßstab die Talsohle nehmen, die wir im Mai 2019 hatten. Und von da aus ist das ein Aufwärtstrend, an dem wir weiterarbeiten können. Herr Weiterbeuer, die SPD und auch Herr Scholz, Sie haben sich ja sehr stark für die Entschuldung der Kommunen NRW gerade eingesetzt, haben dann den Erfolg bekommen mit den Unterhaltskosten. Warum hat das jetzt untergegangen? Warum hat das jetzt nicht eingezahlt und wie ist das auch persönlich zu nehmen hier im Bund? Ja, weil einfach bei Kommunalwahlen viele einzelne Themen einer Stadt oder einer Gemeinde im Mittelpunkt stehen. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber die wenigsten werden sich jetzt an einer Sache festhalten, etwa einem Altschuldenfonds, sondern die werden fragen, wie ist es mit der Lage der kommunalen Straßen, wie ist es mit Betreuung, mit all diesen Punkten. Und ich glaube, an diesen Themen ist insgesamt in allen Kommunen, unabhängig
vom Oberbürgermeister viel zu tun. Und die, die bei uns Verantwortung tragen, haben in der Regel auch sehr gut abgeschnitten. Vielen Dank. Wir müssen mal weiter im Bundesrat auf der Agenda, der Reform der Lebensmittelüberwachung, der Entwurf von Programmen massiv die Zahl der Lebensmittelkontrollen zu senken, bei Hochrisikobetrieben mehr als 200 Kontrollen pro Jahr einzuführen. Wird die SPD den Regierungen und die respektive Länderbeteiligten empfehlen, diese Reform mitzumachen, oder wird sie für jeden ausgesprochen, weil es eine Reform für die Existenz ist? Also, wir haben ganz klar dem Koalitionspartner gesagt, dass wir ein Herauskommen aus der Krise sicher nicht darin sehen, dass man alle Kontrollen, alle Arbeitnehmerschutz, alle Umweltschutz, alle Verbraucherschutzregelungen zurücknimmt. Das ist nicht die Lösung, die sich die SPD vorstellt. Und das werden wir auch unter anderem an die Adresse von Frau Klöckner deutlich machen. Vielen Dank.